Freunde, ich habe da was für euch. Die 24 Megapixel AI-getriebene Frontkamera des Honor 10 Lite ist auf jeden Fall eines der Hauptfeatures. Selfies sollen bei gutem und schlechtem Licht bei Tag und Nacht, drin und draußen quasi immer gelingen. Und das wollen wir mal testen. Dazu gehen wir raus ins wunderschöne München, suchen uns die schönsten Plätzchen und machen unfassbar viele Fotos und Videos. Alles, was ihr in den nächsten Minuten seht, kommt direkt und unbearbeitet aus dem Smartphone. Sowohl das Video, das ihr gerade hört, als auch der Ton und auch die Fotos. Da wird nichts dran gehandelt, wir machen gar nichts, laden es also quasi roh ins Video und dann schauen wir mal, ist das Ganze wirklich so gut oder nicht. Überzeugt euch selbst, was die Frontkamera des Honor 10 Lite kann und dann schauen wir weiter. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's. So Freunde, das hinten ist der Hauptbahnhof. Ich gebe zu, sicherlich nicht das schönste Gebäude, aber ein super Startpunkt und von hier aus gehen wir weiter und zwar Richtung Stachus und der ist da. Der Stachus heißt eigentlich Karlsplatz, allerdings sagt eigentlich jeder Münchner Stachus dazu. Und das ist ein super Platz, um sich im Sommer zum Beispiel zu treffen oder wenn ihr hier mal eine Stadtrundfahrt machen müsst. Einerseits, weil ihr hier überall hinkommt. Wir haben eine U-Bahn, wir haben eine S-Bahn und wir haben eine Tram. Außerdem gibt es hier schon ein bisschen was zu sehen. Das sieht ganz nett aus. Hinter mir gibt es dann noch ein Tor. Das ist das Karlstor. Da gehen wir gleich durch. Und dahinter kommt dann, ich sag mal, die City. Da könnt ihr also einkaufen. Da gibt es alles, was ihr braucht. Hinter mir gibt es da noch einen McDonald's. Meiner Meinung nach ist das, oder soweit ich weiß, ist das der meistbesuchte Europas. Und hier gibt es einen Fontänenbrunnen. Das sieht man jetzt im Winter leider nicht. Im Sommer sieht es aber ganz schön aus. Und ich würde sagen, wir laufen mal durch das Karlstor ab zur nächsten Station, dem Münchner Dom. Und auch dafür gibt es wieder einen anderen Namen. Der Münchner Dom oder der Dom zur lieben Frau heißt auch, und jetzt werdet ihr das vielleicht erkennen, Frauenkirche. Das ist die Frauenkirche, knapp 100 Meter hoch, ebenfalls ein sehr, sehr wichtiges Wahrzeichen hier in München. Kann man sich gerne anschauen. Leider schon seit einiger Zeit voller Bauarbeiten, voll mit Gerüsten, aber auch das eindeutig ein Zeichen, das München erkennbar macht. Und was ich hier ganz schön finde, ist dieses kleine Teil. Das ist eine Miniaturabbildung der Münchner Innenstadt. Und nein, ich glaube, es ist gar nicht so schwer zu erkennen, wo wir sind. Das hier ist die Frauenkirche. Und wir wollen noch ein Stück weiter zum Marienplatz. Und wo der ist, das erfahrt ihr gleich. So, der Marienplatz. Was gibt es denn hier zu sehen? Ebenfalls ein sehr zentraler und sehr wichtiger Platz. Aber es gibt noch mehr. Einen Aussichtspunkt, das ist der alte Peter, knapp 300 Stufen mit sehr, sehr schönem Blick über die Stadt. Ein paar Stufen sind es noch. 300 Stufen und 3 Euro später möchte ich euch ganz kurz zeigen, warum es sich auf jeden Fall lohnt, hier hochzukommen. Ihr seht die Frauenkirche. Ihr seht natürlich das Rathaus. Ihr seht da hinten die Allianz Arena. Aber das ist noch lange, lange nicht. Ich gehe mal wieder zurück ins Windschild und dann könnt ihr da hinten auch noch die Alpen sehen. Und da ist noch ein Fernsehturm. Ihr habt einfach eine unfassbar wunderschöne Aussicht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was jeder mal ausprobieren sollte. Guckt euch diese Stadt an. Bitte. Also, alter Peter, Marienplatz, tut es. Dann gibt es diesen goldenen Engel, das Spielzeugmuseum, unfassbar viele Leute, ein altes und ein neues Rathaus. Das ist übrigens auch der Balkon, auf dem die Bayern immer stehen, wenn sie mal wieder einen Meistertitel gewonnen haben. Und normalerweise hängen da noch ein paar schwarz-gelbe Fahnen, denn schwarz-gelb sind die Farben der Stadt München. Schönen Gruß nach Dortmund in diesem Moment. Und ja, sehr, sehr zentraler Platz. Von hier aus geht es weiter zum Odeonsplatz. Irgendwo da. Da. Draußen wird es langsam dunkel, das hält uns aber natürlich nicht ab. Wir sind am Odeonsplatz. Das ist ein sehr geschichtsträchtiger Platz. Was es hier zu sehen gibt, eine unfassbar schöne Kirche. Wenn ihr den ganzen Weg nach hinten lauft, diese Strecke lang, kommt ihr zu einem Triumphbogen. Außerdem lauft ihr an der LMU vorbei. Ebenfalls sehr, sehr aufregende, schöne Gebäude. Und wir laufen jetzt hier entlang. Da ist nämlich die Residenz. Wir laufen jetzt durch den Hofpark und auch da gibt es einiges zu entdecken. Gerade eben standen wir noch da hinten. Was gibt es hier zu sehen?
Die Residenz an sich natürlich ein unfassbar beeindruckendes Gebäude. Dann gibt es noch diesen kleinen, ja, wie nennen wir das? Wir nennen das mal Rondell. Im Sommer ist das hier natürlich alles voll mit Blumen und schönen Pflanzen, im Winter nicht ganz so sehr. Hier drin wird gesungen, hier wird getanzt, hier trifft man sich und macht Sport. Noch ein wunderschöner Platz in München, den man unbedingt kennen sollte. Es ist gerade ungefähr minus 1 Grad hier draußen. Ich stehe hier und es ist dunkel und unfassbar kalt. Aber hier sind immer Surfer unterwegs. Egal ob wir 30 Grad haben oder minus 5 Grad. Ob wir 3 Uhr morgens haben oder 12 Uhr mittags oder 18 Uhr mittags. Ständig ist hier was los. Wir sind hier direkt am Anfang des Englischen Gartens. Hier die Welle und das Ganze fließt quasi durch den Englischen Garten. Da geht es gleich weiter. Aber wow, also... Wow, rein mit dir. Das ist er, das ist der Englische Garten. Wir werden mal schauen, was wir hier im Dunkeln so hinbekommen. Wir haben ja einen Displayblitz, der sollte einiges an Unterschied machen. Also rein mit uns und ausprobiert. Der nächste Tag, der nächste Morgen, heute schauen wir uns noch kurz die Software an. Und es gibt 3 Dinge zu erzählen. Erstens, es gibt eine Geste, um ein Selfie auszulösen und dadurch verhindert ihr diesen typischen Selfie. Ihr haltet einfach eure Hand vor die Linse, ein Countdown läuft runter, ihr habt 3 Sekunden Zeit, um schön zu posen und zack, das Foto wird aufgenommen, ohne dass ihr irgendwas nervig im Bild habt. Zweitens, wir kommen zu AI. Sie erkennt verschiedene Szenarien, genauer gesagt unterschiedliche. Zum Beispiel, sei es eine Nacht oder ihr steht am Strand, vielleicht seid ihr auch in einem Raum oder es ist Gegenlicht. Die Kamera erkennt das und passt die Bildeinstellung so an, also die Belichtung, die Farben, dass ihr möglichst gut aussieht. Und dann gibt es auf der rechten Seite noch 3 Sachen. Einmal, Bokeh. Ihr könnt einen Porträtmodus einschalten und der sorgt dafür, dass alles hinter euch unscharf wird und ihr möglichst fair dargestellt werdet. Und mit fair meine ich scharf im Mittelpunkt, so wie es aussehen sollte. Zweitens, es gibt verschiedene Belichtungsmodi, von Porträt- oder Bühnenmodus, da werdet nur ihr dargestellt in einem schwarzen Hintergrund. Oder es gibt ein Butterfly Lightning, es gibt ein sehr weiches Lightning und dann gibt es noch das geteilte Lightning. Alles verschiedene Belichtungen, mit denen ihr ein bisschen rumspielen könnt, um Selfies besonderer zu machen. Mir gefällt die weiche Belichtung zum Beispiel am besten, das hat ein schönes ausgeglichenes Bild. Und dann gibt es natürlich noch den Beauty Mode, den könnt ihr hochdrehen bis auf 10, dann wird alles ein bisschen weicher und makelt, die ihr im Gesicht habt. Ich sag mal, Asiaten sind da ja voll hinterher, alles möglichst glatt und ganz sauber zu haben, werden dadurch entweder wegretuschiert oder wenn ihr denkt, nee, ich brauche das nicht, wir bleiben bei Beauty-Modus 0, dann eben nicht. Ja, das sind die Punkte, die ihr auf jeden Fall noch kennen solltet und damit wären wir durch mit diesem Video. Was haltet ihr von der Selfie-Cam, von der Selfie-Cam von Honor? Seid ihr begeistert oder seid ihr ein bisschen enttäuscht? Lasst mich das wissen und dann war's das von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Damn.